So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe vorhin leider schon eine Folge aufgenommen und habe dann schon eine Dose 500er Dosenbier getrunken. Das heißt, mir ist jetzt bekanntlich schlecht und jetzt habe ich was ich auch schon mal probiert habe, wo die Aufnahme nicht geklappt hat. Das heißt, ich muss es jetzt nochmal probieren. Das heißt, das hat überhaupt nicht geschmeckt und mir ist eh schon schlecht. Jetzt muss ich das gleiche nochmal probieren. Das sind die zwei Camarillos hier. Guckt euch die mal an. Die Dosen sehen ja eigentlich richtig genial aus. Aber ihr wisst, was am Ende immer folgt. Ich möchte euch das mal zeigen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das hat erstmal einen unaussprechlichen Namen. Da steht nämlich Taisho. Vielleicht heißt es auch Taishio. 80 Milligramm Koffein pro Dose Litchi Limette Matcha und Guarana. Das kann ich auch nicht lesen, obwohl es Deutsch ist. Es ist auf jeden Fall Bio. Hier ist so ein Samurai drauf. Das sieht aus wie Shredder, oder? Von den Ninja Turtles sieht er so aus, genau. Oder von den Dynasty Warriors. Wer kennt noch Dynasty Warriors? Wer ist Jahrgang 88? Bruder, schreibt es in die Kommentare. Das auf jeden Fall Tai... Taishio, wie auch immer. Mit Litchi und Limette. Und reicht ein guter Samariter nicht, ne? Haben wir hier noch, alter Schweizer, guckt, das ist ja, das ist nochmal Taishio Blatt. Und Blatt steht für Bärenvanille. Das sieht auf jeden Fall heftig aus. Auch wieder Bio. Und das Design gefällt mir eigentlich richtig gut. Sieht immer noch aus wie ein Shredder. Sieht sogar mehr aus wie Shredder wie der andere. Und guckt euch die miese Fresse an. Das ist einfach hier so ein, wie ein Werwolf mit Rüstung. Während der erste, das ist bestimmt, das ist der Gute, ne? Der hat einfach schon seinen Mundschutz dran wegen Corona. Und deswegen ist er auch grün. Und der Böse ist einfach ein Werwolf und richtig heftig. Guckt euch das an, deswegen. Auch Blatt, weil der geht über Leichen. Das wollen wir jetzt aber erstmal probieren, beziehungsweise kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das überhaupt geschmeckt hat. Wir machen also zuerst das Litchi-Limette auf und erst das Gute, dann das Böse. Oder eigentlich will man ja immer erst die schlechte Nachricht hören. Und dann die gute. Eigentlich hätte ich erst den Werwolf aufmachen müssen, habe ich aber nicht. Jetzt ist zu spät. Wir probieren also Litchi Limette. Beziehungsweise hier steht, die Samurai waren die gefürchtetsten Krieger Japans, die ihr ganzes Leben ihrem harten Training widmeten und der Beherrschung ihrer Schwerter, die sie Daisho nannten. Dem Kurzschwert Wakizashi und dem Langschwert Katana. Kämpften sie mit beiden gleichzeitig, waren sie unschlagbar. Jo, das reimt sich, Bruder. Vor jeder Schlacht stärkten sie sich mit ihrem Kultgetränk, dem Matcha-Tee. Kennt ihr das nicht, die Samurai früher? Dose auf und Prost, ne? Dem Matcha-Tee. Daisho enthält Guarana und Bio-Matcha aus Japan. Ach so, das heißt Daisho. Das ist ein Tee, das ist gar kein Tee. Guck, das heißt nicht Taishio. Nee, was habe ich denn überhaupt vorhin gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Das heißt auf jeden Fall Daisho. Daisho, jetzt wissen wir es. Das probieren wir jetzt mal. Und was ist mit Tee? Schmeckt auf jeden Fall nach Tee, ja. Sag mal, war ich besoffen das letzte Mal, dass ich dachte, das ist widerlich? Das schmeckt doch eigentlich richtig gut. Bisschen bitter und so, aber der Matcha-Tee, der haut halt rein. Bio-Matcha aus Japan. Ist okay, kann man auf jeden Fall trinken, wenn man ein richtiger Teetrinker ist. Wenn ihr Tee ohne Zucker trinkt, schmeckt das genauso. Als krasses Erfrischungsgetränk würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der Blatt kann mit Bärenvanille. Bärenvanille hört sich auf jeden Fall richtig genial an. Steht da jetzt ein anderer Text drauf? Oh, jetzt.
Daisho Blatt enthält besten Bio-Matcha aus Japan von der Samurai-Insel Kyushu und Guarana. Der fruchtig-köstliche Geschmack kommt von Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren, abgerundet durch eine leichte Note echter Vanille. Daisho Blatt hat die Farbe des Blutes der Feinde der Samurai. Die Samurai führten ihre Schlachten erbarmungslos, dennoch stand der Schutz der schwachen Wehrlosen und der Mönche in den Tempeln an erster Stelle. Banzai! Mit jeder Dose unterstützt du den Tigerschutz. Richtig genial. Wolltet ihr auch schon immer mal... Wolltet ihr auch schon mal einen Tiger haben? Jetzt muss ich mal kurz gucken, steht das hier auch drauf? Biologisches Naturprodukt, Matcha-Absatz auf dem Boden. Vor dem Verzehr zweimal auf den Boden kippen und vorsichtig öffnen. Okay? Habe ich nicht gemacht, weder beim ersten noch beim zweiten. Jetzt kann ich es eh nicht mehr kippen. Ihr müsst es also eigentlich, ich habe es falsch getrunken. Na, gut, das erklärt einiges. Wir probieren jetzt auf jeden Fall Tachiri Blatt. Schmeckt irgendwie wie das erste, einfach so nach bitterem Tee. Von den Beeren habe ich jetzt nicht so viel Geschmack. Von dem Vanille habe ich jetzt auch nicht so viel Geschmack. Und wenn wir schon bei Blatt sind, haben wir natürlich wieder eine Dose 5-0er Bier am Start, die wir jetzt noch trinken müssen, obwohl ich vorhin erst eine getrunken habe. Oh, mein Kopf. Auf jeden Fall machen wir die jetzt mal auf. Ich muss sagen, wer also gerne Tee trinkt, der kann ruhig mal probieren und zugreifen. Tu das aber vorher mal auf den Kopf legen, zweimal schütteln, irgendwas so ähnlich. Dann schmeckt das bestimmt nochmal anders. Es hat sich jetzt was abgesetzt. Vielleicht wäre es dann fruchtiger. Oder ein bisschen Vanille und Beeren hat man schon geschmeckt. Und bei dem ersten habe ich nur Tee geschmeckt, weil ich wohl keine Ahnung habe, wie Litschi schmeckt. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ugh.